Ja, wohin entwickeln sich diese Energiepreise und wie geht es weiter? Darüber möchte ich jetzt sprechen, und zwar mit Joel Töljesch. Er ist Ökonom vom Momentum-Institut und mir jetzt via Skype zugeschaltet. Vielen Dank für Ihre Zeit. Danke für die Einladung, gerne. Herr Töljesch, die Spritpreise sind derzeit auf einem extremen Niveau. Ich habe am Vormittag vor der Sendung, also in der Früh, kurz auf die ÖMTC-Spritpreis-App geschaut, und damals war der billigste Diesel 1 Liter 1,69, der teuerste sogar über 2 Euro. Wohin entwickeln sich denn diese Preise jetzt in der Zukunft noch weiter? Also was klar ist, ist, dass Autofahren in Zukunft teurer werden wird. Das wird einerseits natürlich dazu führen, dass Haushalte eher aufs Fahrrad, auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen werden. Für andere Haushalte, die auf ihr Auto besonders angewiesen sind, wird das aber natürlich auch zu einem Problem führen. Das wird jetzt also noch teurer. Sie haben bereits diese zwei Haushalte angesprochen. Nehmen wir ein hypothetisches Beispiel. Eine ältere Dame wohnt am Land, hat keinen öffentlichen Verkehrsmittel, muss aber zum Supermarkt ins Nachbardorf fahren. Mit was für Spritpreisen muss denn die jetzt in den nächsten Wochen und Monaten rechnen? Also wie sich die Spritpreise konkret weiterentwickeln werden, das ist jetzt noch schwer zu prognostizieren. Das ist alles sehr dynamisch gerade, hängt natürlich auch davon ab, wie sich die Krise weiterentwickelt. Wichtig ist, dass man jetzt da schaut, dass man gezielt Haushalte mit niedrigen Einkommen unterstützt, dass man zum Beispiel Sozialleistungen armutssicher macht, denn die Teuerung wirkt sich ja auch auf andere Sektoren aus, nicht nur direkt auf die Energiesektoren. Das ist natürlich eine Kettenreaktion, beispielsweise in allen Produktionszyklen wird ja irgendwo auch Sprit verbraucht. Aber lassen Sie uns kurz auf diese Forderungen der Politik eingehen, wie den Menschen geholfen werden kann. Die SPÖ fordert ein Aussetzen der Mehrwertsteuer auf Sprit, die FPÖ eine Halbierung und eine Preisdeckelung. Können Sie mit solchen Vorschlägen etwas anfangen? Also da muss man prinzipiell sehr aufpassen, denn der Verkehrssektor ist in Österreich das große Problemkind, was die Emissionen angeht. Wenn man jetzt zum Beispiel die Mehrwertsteuer senken würde, dann würde das bedeuten, dass man höheren Spritverbrauch auch stärker subventioniert. Denn je mehr ich ausgebe, desto mehr profitiere ich auch von der Mehrwertsteuersenkung. Das heißt, da wäre es vielleicht besser, wenn man sich wirklich gezielt auf Haushalte konzentriert, die ein niedriges Einkommen haben, die schlechte Öffi-Verbindungen zur Verfügung haben, dass man da zum Beispiel einen Härtefallfonds einrichtet oder Härtefallmaßnahmen, um eben gezielt auch, sagen wir zum Beispiel, ländlichere Haushalte zu unterstützen. So ein ähnliches Konzept gibt es ja jetzt durch die CO2-Bepreisung, dass ja gewisse Regionen, die am Land sind, mehr von diesem Bonus bekommen als beispielsweise die Stadt Wien, wo es bessere Öffis gibt. Sprechen Sie da so etwas an? Genau, sowas wäre durchaus vorstellbar. Wichtig ist wirklich, dass man schaut, dass man genau dort hilft, wo man auch wirklich kaum Umstiegsmöglichkeiten haben, damit das Geld auch gezielt bei denen ankommt, die jetzt wirklich auf ihr Auto angewiesen sind und die dann unter diesen hohen Preisen besonders unter Druck geraten werden. Jetzt sind wir zu Beginn dieses Gesprächs gleich etwas ins Detail gegangen. Lassen Sie uns vielleicht einen Schritt zurückgehen und uns das größere Bild anschauen. Wie kann diese Preissteigerung tatsächlich eingeordnet werden, beziehungsweise woher stammt sie genau? Ist das rein der Konflikt in der Ukraine oder die bereits bestehende Inflation, oder ergänzt sich das, addiert sich das? Einfach gesagt, woher kommt das genau? Naja, ein sehr großer Teil kommt einfach davon, dass wir jetzt eine Pandemie hinter uns haben und nach dieser Pandemie ein kräftiger Wirtschaftsaufschwung stattgefunden hat, wo einfach die weltweite Energienachfrage sehr stark gestiegen ist. Und das führt natürlich dazu, dass dann die Preise stark steigen. Außerdem haben wir gesehen, zum Beispiel wenn wir uns jetzt den Gasmarkt anschauen, dass die österreichischen Gasspeicher auch schon letzten Sommer weniger stark gefüllt worden sind. Einerseits, weil der russische Monopolist Gazprom weniger die Speicher gefüllt hat in Österreich. Andererseits, weil andere Anbieter aufgrund der hohen Preise davor zurückgescheut haben, diese Speicher zu füllen und lieber noch abzuwarten. Und jetzt führen all diese Effekte gemeinsam mit dieser Ukraine-Krise dazu, dass wir einfach jetzt das Problem haben, dass die Preise immer weiter steigen mit höherer Nachfrage und weniger Angebot. Dann eine weitere Verständnisfrage auch für unsere Zuseherinnen und Zuseher. Verschiedenste Regionalzeitungen, beispielsweise aus dem Burgenland, die liefern ja immer wieder Tipps, wo man beispielsweise günstig tanken könnte. Und da liest man jetzt derzeit beispielsweise, dass es in Ungarn deutlich billiger wäre. Eine volle Tankfüllung würde da 40 Euro weniger kosten. Der andere Vergleich Deutschland, da sind die Tankpreise tatsächlich noch höher als in Österreich. Woher kommt dieser Unterschied zustande? So weit auseinander liegen diese Länder ja dann doch nicht. Das kommt vor allem dadurch, dass in Ungarn sektorale Preiskontrollen eingeführt worden sind. Das heißt, für Spritpreise gibt es in Ungarn einen Preisdeckel. Und dadurch kommt das ganz einfach zustande, dass dort halt die Preise wirklich niedriger bleiben.
Das ist ja genau die Forderung, die beispielsweise jetzt FPÖ-Chef Herbert Kickl aufgestellt hat, dieser Preisdeckel. Sie haben vorher gesagt, damit würde man zu viel, also einen stärkeren Autoverkehr eigentlich subventionieren. Genau, das Problem ist, also während zum Beispiel beim Heizen ein Preisdeckel recht sinnvoll wäre, weil man da zum Beispiel einen Grundverbrauch deckeln könnte, so wie wir uns das zum Beispiel in einer Analyse auch genau angeschaut haben, also wo man sagt, es gibt quasi einen Grundbedarf an Energie, der ist zum Beispiel für alle Haushalte in Wien gleich und der wird preisgedeckelt mit den Preisen vom Vorjahr und alles darüber hinaus wird dann zu Marktpreisen verkauft. Das wird dazu führen, dass wirklich nur ein Grundverbrauch auch preisgedeckelt wird und günstiger angeboten wird und alles darüber hinaus eben teurer wird und dadurch ein Anreiz weiter bestehen bleibt, bei den Energiekosten zu sparen. Beim Sprit gibt es das aber nicht, beziehungsweise ist das sehr viel schwieriger festzulegen, wo dieser Grundverbrauch liegt. Und deswegen gibt es ja eben diese Forderung nach einem gesamten, also einen Preisdeckel für die gesamte Nachfrage. Aber das führt eben dazu, dass dann auch wirklich die gesamte Tankfüllung günstiger ist. Und auch wenn ich jetzt zum Beispiel nur einfach ein großes Auto habe, mit einem SUV durch die Gegend fahre, weil ich viel Geld habe, auch dann wird sozusagen mein gesamter Spritverbrauch subventioniert, obwohl das zum Beispiel gar nicht notwendig wäre. Also verstehe ich Sie da richtig, den Grundverbrauch beim Heizen beispielsweise deckeln, damit in Österreich keiner frieren kann, aber nicht mit der Gießkanne über alle drüber gehen? So ist es, genau. Dann lassen Sie uns abschließend noch einen weiteren Punkt besprechen. Die WKO und verschiedenste Interessensvertreter, wie beispielsweise der ÖMTC, fordern jetzt ein Verschieben bzw. ein Ende der geplanten CO2-Steuer. Wie würden Sie das einordnen? Eine gute Idee oder vielleicht doch nicht? Also da muss man sehr aufpassen, denn es ist wichtig, dass Planungssicherheit herrscht für Unternehmen und für Haushalte. Planungssicherheit bedeutet, es muss klar sein, dass CO2-Ausstoß in Zukunft teurer wird. Nur dann werden Haushalte auch möglichst schnell ihre Heizungen gegen klimafreundliche Alternativen tauschen und Unternehmen werden möglichst schnell ihre Produktionstechnologien klimafreundlicher gestalten. Deswegen ist es da so wichtig, auch so einen Preispfad zu haben und zu wissen, durch die steigende CO2-Steuer wird das in Zukunft teurer werden. Insofern muss man hier aufpassen, aber wie gesagt, gleichzeitig ist es wichtig, dass wir dabei niemanden zurücklassen. Deswegen braucht es eben gezielte Unterstützungen für die Menschen, die wirklich auf ihr Auto angewiesen sind und für die Menschen, die ohnehin schon ein niedriges Einkommen haben. Planungssicherheit muss bestehen bleiben, aber trotzdem niemanden zurücklassen. Herr Töljesch, vielen Dank für diese Einschätzungen. Es bleibt also weiterhin kompliziert am Energiemarkt. Alles Gute. Danke. Wiedersehen. Wiederschauen.